Eigentlich will ich da gar nicht hin. Ich laufe lieber so. Da kann mir nichts erschrecken. Oh Gott. Kann ich hier nicht runtergehen? Oh, sie ist weg. Ja, dann ist nicht so schlimm. Ich gehe mal gucken, was sie da wollte. Hallo? Bist du da? Ich habe leider nicht gesehen, wo sie hingerannt ist. Frage ist, ob ich überhaupt zurück muss da. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Ich will ja weg hier. So, hier. Hat jemand sich den Code gemerkt? Ich kann... Oh Gott. Haben wir die Dokumente dazu noch? Ja, ne? Ah, da. 67352, wenn wir eine Keycard haben. Ich würde es abreißen. So, was ist das hier? 7 gleich G. So, bestimmt ein Hinweis. Huch, so, nicht so. Das macht mir Angst, so viel Müll. Geh doch einfach weg. Ich will dir nichts tun. Jetzt ist sie weg, wa? Oh, das Licht. Jesus Christ! What the fuck is that thing? Warum? Und warum soll ich da freiwillig hingehen? Du nennst es Günther. Okay, gut. Dann hol doch mal deinen Günther ab und nimm den mit nach Hause, ja? Ich brauche Günther hier nicht. Was? Oh Gott, das ist ein Spinnennetz. Warum auch immer. Oh. Das ist ein Überfall oder Muster. Das ist ein Muster vorhanden. Okay, hier oben geht's nicht auf. Ist ein Muster vorhanden. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Warum geht die... Ah nee, die Oberschublade ist hier speziell. Ein Lüfter, okay. Atmosphäre ist sehr gut von dem Spiel. Oh, das Klo, endlich. Oh, abgeschlossen. Ist das nicht der? Ist der, ne? Oh, eine Kiste. Ah, was haben wir denn hier? Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für den Zugang zu den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Warum? Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihre Verständnis, die Verwaltung. Was ist das für ein... Trace Trillharz. Rote Karte.
So, wir müssen wieder in eine Etage höher, ne? Das ist, glaube ich, Günther, der anruft. Das ist ja süß. Mr. M4. Hallo? Who are you? What are you doing here? Look, please. I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait. How do you know my name? No. Stephanie. No, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait. Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be lurking around the hotel. Na toll. What do you mean? Wait, hello? Hello? Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Well, first floor it is then. Das hatten wir schon. Es ist schon über ein Jahr. Was meint Stephanie damit? Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über ein Jahr hier drin bin. Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in die erste Etage hinauf. Hinauf? Runter. Und versuchen, Antworten zu finden. Oh, bitte. Also wenn Günther Familie hat, dann soll er bitte woanders wohnen, ja? Wo ist denn hier eigentlich eine Uhr? Ich will speichern. Erstmal gehe ich nach oben. Wir haben eine rote Keycard. Ist doch eine rote. Alter! So, wie war denn der Code? Können wir da... Oh, bitte. Günther ist böse. Och, auch hier das Klo zu. Schönes Haus. Ist doch im Spiel, oder? Das ist ein Handy. Och, nochmal eine rote Karte. 6, 7, 3, 5, 2. Oh, der Sechssteller-Code auch noch. Hier ist das Klo zu. Oh, bitte. We had them... Nee, das ist gar nicht Englisch. Okay, hallo? Oh, da geht's runter. Was ist das für eine Klapper hier? Mann! H8. Ist irgendjemand hochgelaufen?
Hi. Okay, den Code habe ich nicht. Oh, da sind Buchstabencodes. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für dieses Schließfach. AFD. Na toll, AFD. Super. HGA. Bitte dran denken, 6 gleich F. Kann einer dran denken? 7 Wagen G, ne? Moment. Bin ja jetzt mal vorbereitet. 6 ist ein F. 7 waren G. Und dann haben wir das andere können wir ausprobieren wahrscheinlich. Ich weiß, dass die Information aufgrund ihrer Ausbildung ausreicht, um den notwendigen Code eingeben zu können. Für den Fall, dass es Ihnen doch dennoch nicht einfallen sollte, wird einer unserer Anhänger auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge erklärt. Okay. Ich habe eine Taschenlampe. Oh, bitte. Mit Batterien oder? Dauerhaft aktiv. Wow, super. Das sind die Zahlen des Alphabets. Oh. Ja, warum auch nicht? AFD. Dann wäre das ja dann 1, wa? A, B, C, D, E, F, ja. Tana war richtig. Was war das andere jetzt hier? Oh Gott. HGA. 8. Der Hase war da eben nicht da. Gegenstände verbessern. Punkte, die zum Verbessern mit Ausrüstung verwendet werden können. Du hast den Verbesserungsgegenstand erhalten. Geh auf die Registerkarte Verbesserung in deinem Inventar, um mithilfe der Punkte deine Ausrüstung zu verbessern. Und noch kleiner einen Slot dazu gefunden. Gleich sind wir voll, dann ist das Spiel durch. Namenfeige. Achso, Grüße aus... Jetzt habe ich es erstmal verstanden. Die gleiche Farbe bei mir wie Lythander. Ich so, hä, Grüße aus Helsinki? Schön. Das ist schön. Ich hoffe, es ist schön dort. So, wir haben einen Verbesserungspunkt. Erhöht die Weite des Nachtsichteffektes. Ach, gucke mal. Guck mal, was hier 1, 2, 3, 4, 5 Gegenstände gibt es. Ich werde aber das jetzt erstmal... Ah, ich brauche 10. Okay. Oh, er hat uns lieb. Hier wäre H8 nämlich gewesen, siehst du, als Hinweis. Da ist auch ein Verbesserungsgegenstand. Was haben wir denn für einen Schlüssel bekommen eigentlich? Den Kloschlüssel für die Etage, für die blaue Etage. Da drüben ist ein Verbesserungsgegenstand, den brauchen wir. Und eine Waffe ist da drüben. Oh, dieses Polter macht mich kirre. Oh, das Licht flackert. Nicht gut. Auf der Blau.
blauen Etage. Ja, der Hirsch war definitiv sympathischer. Ich würde ja gerne speichern. Das war im Zimmer der Speicherstand, ne? Wo war noch ein Speicherpunkt? Ne, nur im Zimmer. Sollte ich zurück zum Zimmer gehen? Sag mal, der Effekt bleibt jetzt mit dem kaputt und so weiter? Nee, der bleibt nicht. Das alles nur wegen des Speicherns. So, einmal synchronisieren hier bitte. So. Wer weiß, wie ich da wieder hinkomme. Errungenschaft vorsichtig. Ja, das bin ich. Oh ja, durch. Ja. Der Ton macht die Musik. Ich weiß, ich verstehe. Deswegen, ja, das sind Durchreichen. Dienen auch gleichzeitig zur Belüftung. Wir haben Toilettenschlüssel für die blaue Etage. Die blaue Etage ist eine tiefer, ne? Das ist die blaue Etage. Hier haben wir einen Kloschlüssel. Hierfür. Da ist bestimmt ein Speicherpunkt jetzt drin. Die Klos sind... keine Speicher. Oh. Und ich dachte schon, Klos sind Speicherpunkte. Was ist das da hinten für ein Nebel? Irgendwas können wir machen, warte mal. Es dauerte eine Weile, bis der Aufzug ausfiel, aber irgendwann war es dann soweit und jetzt sitze ich hier oben fest. Ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt hat, es gäbe in den Servicebereichen in den 5. und 6. Etage Ersatzteile, aber ich werde auf keinen Fall alleine in diesem verdammten Hotel herumschleichen. Warum soll ich das machen? Nicht nach dem, was ich gesehen habe. Shit. Looks like I have to find a way to fix this thing if I want to make it down to the first floor. Na toll. So, das ist die 5. Etage. Ah, okay. Was steht hier? Hier ist eine Uhr. Was steht denn hier? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Upsala. Ach, guck mal hier. Speichern? Ach so, so. Zurückholen. Cool. Ja, die Kamera verbindet die Welten, aber warum hat es gerade so gemacht, weißt du? Wir sehen hier unterschiedliche Effekte, was das auch immer ist hier oben. Aber wir können nichts mitnehmen. Und die Truhen hier, die können wir benutzen, um wahrscheinlich über die Welten hinweg unsere Sachen zu speichern, wenn uns der Platz ausgeht. Ich mach hier bloß nochmal, ne? War das? Die erschreckt mich. Oh, Heftpflaster. Okay.
Okay, da konnten wir irgendwie kombinieren, ne? Hieß es doch. Wenn wir Heftpflaster mit Mull. Hat alleine keinen Nutzen, kann aber mit anderen Gegenständen kombiniert werden, um einen Verband herzustellen. Wir können es also kombinieren. Und haben dann eine Mullbinde. Okay, wir können auch das Ding so benutzen. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Vielleicht hätten wir woanders hingehen sollen. Vielleicht hätten wir was anderes studieren sollen und nicht investigativen Journalismus hier. Oh. Ah, zum Glück kommen wir noch nicht durch, weil wir ein Dings brauchen. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sämtliche Werkzeugkästen verfügen über ein Standardpasswort für Notfälle. Warum auch nicht, ne? Behalten Sie das Dokument stets bei sich, damit Sie den Kasten auch dann öffnen können, wenn Sie das Passwort vergessen sollten. Wird der Kasten mit dem Werkpasswort geöffnet, müssen Sie ein neues Passwort festlegen, um ihn wieder zu verschließen. Das Standardpasswort lautet 30 rechts, 30a, 10l, 5a. Na, Lina. Okay, ja. Jetzt haben wir den Hinweis für das Dokument und das, oh. Leiche nicht öffnen. Bitte was? Okay. Ich weiß, ja, das war keine gute Idee hier. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es war keine gute Idee, hier hinzukommen. Eine Uhr? Du bist mein bester Freund. Du bist wie die Schreibmaschine bei Resi. Spielt sogar Musik, das ist super. Dass man hier nicht mal das Licht dann machen kann. Ich glaube, das Spiel zwingt uns da auf die andere Seite zu gehen, wo Günther hingelaufen ist, ne? Der Lieblingsfreund von... Was ist das da hinten? Huch! Was ist das? Ach, muss man auch leider aufmachen. Hier ist eine blaue Keycard. Okay, gut. Oh. Das ist sehr verwirrend. Dass es hier unterschiedliche Zustände gibt, ne? Warum ist die Tür wieder zu? Waren wir da nicht schon? Ne, waren wir nicht, ne? Ne, waren wir nicht. Das ist die manuelle Treppe für den Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Luigi's Mansion Advance. Das da gefällt mir nicht. Und das Geräusch auch nicht. Oh, ich... Was? Da ist... Dein Günther floh. Ich bin in der Nähe des Hotels auf einige dieser seltsamen Spinnen gestoßen. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Toll. Finde ich nicht in Ordnung. Oh, ich bin gerade erschrocken. Das war bloß das dämliche Wasser. Ist Günther wieder gegangen? Warum ist er so blutig hier? Oh, da kommt Günther wieder. Günther, hau ab. Geh, Günther. Geh. Günther lauert in der Ecke. Der läuft jetzt immer lang. Und Günther kommt wieder zurück.
Ich habe keine Leckerlis in der Tasche. Guck da hin. Ich habe gar nichts. Wollte gerade sagen, ich habe was zum Verteidigen gefunden, aber nein, war nichts. Kann ich da... Hau ab, Günther. Und Günther rennt immer hin und her, das finde ich nicht in Ordnung. Namens sie so. Er ist das Leckerli? Na toll. Ach so, ich ja. Ja, Günther natürlich nicht. Ich meine, ich könnte... Mach ihn kaputt! Kann ich das einfach verwenden? Nee. Hat alleine keinen Nutzen. Okay. Regeneriert 25 Punkte. Wie viel sind denn 25 Punkte? Ich guck mal, wie viel 25 Punkte sind. Ah, okay. 25%. Oh Gott. Kommt noch mehr von Günthers? Na toll. Hier gibt's doch. Auf dem Schild steht doch nicht Vorsicht vor Günthers, ne? Oh Gott, boah. Keine Ahnung, ob ich dann. Boah. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo steht denn drin, was ich machen soll? Ich sollte ihnen fernbleiben. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich so durchlaufen? Aber da sehe ich doch Günther auch. Was haben wir denn noch nicht angeguckt? Was haben wir denn überhaupt? Nichts. Ich brauche eine Waffe. Wo gibt's hier Waffeln? Ja, ich muss die Waffe besorgen, die ich gesehen habe. Wo habe ich die denn gesehen? Die habe ich nicht da gesehen, sondern die haben wir... Wo haben wir die gesehen? Weiß einer, wo wir die gesehen haben? Also ohne Karte ist das ein bisschen schwierig hier. Ich glaube, wir müssten eine Etage höher, ne? Ich meine, wenn es so ist, wahrscheinlich wird es nicht so bleiben. So, ist hier vielleicht irgendwas Geheimes noch? Nee, ne? Da ist die Waffe. Dann müssen wir da irgendwie hoch. In den Raum kommen wir entweder nur durch die Tür oder durch die Leiter. Und durch die Leiter kommen wir vielleicht hier? Nee. Ach, das ist der Bereich. Eine Etage tiefer kämen wir hier. Schaffen wir aber nicht. Hier ist nichts weiter. Schade. Wir kommen aber noch eine Etage tiefer. Warte mal, ich mache mal nochmal Licht an. Ist hier irgendwas? Nee, nur Geräusch. Und, oh, warte mal. Da komme ich nicht ran. Hier können wir irgendwie die Klappe runterziehen. Wenn man Haken... Nee, ist kein Haken. Das ist von der Leiter, die Dings. Ist hier irgendwas? Wohnt auch Günther wahrscheinlich drin. Ah, Mist. Wir brauchen da irgendwie medienwirksam so einen Gegenstand. Ja, da kommen wir nicht ran. Wir brauchen irgendwie so einen Haken, ne? Aber wo könnten wir den denn finden, so einen Haken? Eigentlich am Servicepunkt. Jede Etage hat einen Servicepunkt. Wir haben das bloß nicht... Achso, da nicht. Wir haben es bloß nicht aufgekriegt. Hier war auch irgendwo ein Servicepunkt. Hier nicht, andere Seite. Vielleicht ist ja hier der Servicepunkt offen. Der da. Nee, der will aufgeschlossen werden. Da kommen wir nicht durch, da brauchen wir eine... Knick-Knick, ne? Zu, da können wir rein.
Hier ist zu viel Blut. Oh, guck mal hier. Können wir mal gleich wieder benutzen. Kombinieren mit... So. Ein Servicepunkt für den Roomserve. Ah, E drücken, um zu heilen. Oh, okay. Gut, das mache ich jetzt aber nicht, weil... Ne? Was mache ich denn jetzt hier? Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Hier ist ein Schachbrett. Oh. Oh Gott, ein abgetrennter Arm. Der ist hier nicht. Warum ist der mir vorher nicht aufgefallen? Da waren wir schon dran. Nicht. Wir müssen unten irgendwie weitermachen. Ich hoffe, das Spiel ist wenigstens so fair. Wenn irgendwelche Gegner sind, die sind weg, dann sind sie weg. Ne? Also nicht so wie Mr. X oder so, der einen dann nachher den Nacken schnauft. Hasi. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier braucht man einen sechsstelligen Code. Pulsatrix habe ich jetzt bekommen. Warum? Als Achievement. Hier brauchen wir einen sechsstelligen Code. Also der funktioniert. Aber wir brauchen einen sechsstelligen Code. Vielleicht finden wir ja hier... Nee. Hätte gedacht, wir sehen jetzt da den Code. Hier ist eine Falltür oder so drunter. Ah, warte mal. Was ist das? Das ist ein fünfstelliger Code. Oder? Was symbolisiert der? Ich glaube, das Spiel ist ganz stark auf Umgebungssuche und Beobachtung eingestellt. Das hier irritiert mich nämlich. Was ist das? Diese Kästchen da. Was bedeuten die Kästchen? Wie groß ist denn der Code? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sechsstellig. Das ist ein sechsstelliger Code. Haben wir irgendwas Sechsstelliges schon mal gesehen? Was? Nee. Das sieht gerade ein bisschen die Spannung raus, aber ich glaube, das liegt eher an mir, weil ich nicht weiß, was das Spiel gerade von mir will. Das hier irritiert mich ganz doll.
Oder sind es die Löcher, die wir zählen müssen? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir hier. Ich schreibe mir die mal auf. 8, 3, 4, 3, 3. Keine Ahnung, ob das irgendwie was Sinnvolles ist. 8, 3, 4, 3, 3. Nummer 1. Oder aber 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1, 2, 3. Weißt du, die immer, also der geht hier hoch. Hier der Übertrag geht hier hoch, kommt hier, kommt hier, kommt hier. Warte mal, ich probier's mal. 3, 5, 1. Mist. Aber die Idee war gut. Aber leider scheiterte es an der Ausführung. Ja, gute Frage. Das Buch hat nichts an Input. Irgendwas hier unten zu sehen? Nee. Ich weiß nicht. Irgendwo ein Buch oder so. Wir brauchen einen sechsstelligen Code. Der einzige sechsstellige Code war das mit dem Zahlenschloss, was wir schon gemacht haben. Das haben wir schon geöffnet. Ich glaube nicht, dass das nochmal der Fall ist, ne? Mit diesen AfD, HGA. Deswegen frage ich mich gerade, was tun? Da kommen wir nicht rein. Das ist Service Area. Hier ist blutig. Da kommen wir nicht rein. Hier wäre eine Tür, wo wir rein kämen, wenn wir einen Schlüssel hätten. Das hier ist so seltsam. Blut an der Wand. Oh mein Gott. Das ändert aber nichts, egal in welchem Modus operandi wir hier sind. Bild ist identisch. Nee. Nada. Oh, was ist das? C-137. Ich schreibe mir das bei sicherheitshalber auf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht jedenfalls sehr seltsam aus. Vor allem, wir sind in Block B. Wir müssen wahrscheinlich noch in Block A auch noch hin, ne? Nur mal so. Hat der dann noch eine Idee? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier noch gucken soll. Wie gesagt, die Dinger können wir noch nicht aufmachen. Die müssen wir aufschneiden. Mit einem Bolzenschneider oder so. Da haben wir eine Schere. Da ändert sich nichts. Das ist bloß ein Infotext. Das ist derselbe Text unten. Da dachte ich vorher, das wäre irgendwie leicht ein Hinweis. Ist aber keiner. So, da kommen wir nicht durch. Ja, das wäre jetzt gut zu wissen, was die Aufgabe sagt. Hier steht drinne. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Würde für mich bedeuten, ich kann hier nicht durchlaufen. Ich kann ja probieren, da mich durchzukämpfen. Aber wenn ich sterbe, ist doof. Ich weiß nämlich nicht, wie... Die Uhr geht echt tatsächlich weiter.
So, das ist das Ding, was wir schon kennen, ne? Wir kommen von da oben runter. Und müssten nämlich von hier nach oben. Wir brauchen also irgendwo, aber nicht hier, diesen Dachhaken oder so ähnlich. Achso, das war die Stelle. Wo wir auch nicht weiterkommen, weil wir hier die blaue Keycard brauchen. Und wo wir hier nicht weiterkommen. Das war das Service Center. Ist alles okay hier? Hier könnten wir nochmal sicherheitshalber speichern. Ich könnte danach einfach mal durchrennen. Das wäre möglich. Also hier durch Günthers Gebiet da, ne? Ich guck mal sicherheitshalber hier nochmal ohne. Hier ist jetzt eine Couch. Kassettenrekorder. Habe ich das vorher nicht gesehen? Jetzt beim Ernst, habe ich das vorher... Man muss echt genau gucken. Also wenn es vorher da war, dann tut es mir leid. Ich habe es da nicht gesehen. Mea culpa. Ah, ich glaube, ich muss den Schaltkreis oben tauschen. Könnte sein, dass es Verteidigung ist. Halt da. Doch Reparatur unten. Unus, Momentus. Schaltkreis für Aufzug in der 5. Etage. Ach, da fehlt wahrscheinlich das Bedienteil. Deswegen. Wir müssen das wahrscheinlich noch kombinieren mit einem Bedienteil oder so. Das Bedienteil gibt es oben, aber das können wir nicht abmachen. Es könnte auch ein Anti-Günther-Spray sein. Oder mit einem Feuerzeug kombiniert. Genau. Hier können wir nichts machen. Okay, gut. 603. 603 ist hier hinten, ne? 604. 603. Ach, süß. Ich ahne Schlimmes, wenn ich gleich... Warte mal, ich mache erstmal die Schubsladen auf. Da ist nichts drin. Bist du eine Schublade? Nein, du bist keine. Okay. Ah, hier, guck mal. Jetzt kommt der Hinweis mit dem Code. Was war das hier? 30 rechts. 30. Oh Gott, okay. 10 links. Und 5 rechts. Wo brauchte ich denn Imbusschlüssel? Jetzt mal im Ernst, wo brauchte ich denn Imbusschlüssel? Sehr gut. Pistolenkugeln, noch besser. Wenn ich jetzt so eine Waffe hätte, wäre ich noch zufriedener. Hier ist ein Bett, da ist nichts drin. Genau, auf zu Ikea. Da ist nichts drin.
Eine Gitarre. Okay, zurück in den anderen Modus. Taschenlampe an. Ja. Da ist nichts drin. Weil es scheint ja in unterschiedlichen Ebenen was zu sein. Ach. Okay, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt das Werkzeug, was wir brauchen, um im fünften Stock die Dings abzumachen. Ne? Oh oh. Es hat sich schon wieder was verändert. Glaube ich. Ja, Günther ist noch da, wo er soll, glaube ich, hoffentlich. So, jetzt können wir mit dem Imbusschlüssel, glaube ich, hier das Ding abmachen. Guck mal hier. Also halb Ikea haben wir schon. Bitte. Warum ist die Elektronik verfangen? Ah, okay, ist zum Glück bloß drehen, nicht austauschen. Gut, 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 gut. Mehr oder weniger. Fangen wir unten an. Das, was nur maximal möglich ist, da können wir uns jetzt hier so lang arbeiten. So. Und gehen jetzt die Stränge, die Stränge lang. So, das ist ungünstig. Das ist besser. So. Okay, das sieht gut aus. Nicht Niktophobie, warum auch immer. So. So. Funktioniert. Puh. Hier war doch, genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.